Der nächste Patient ist ein 74-jähriger Patient, der notfallmäßig aufgenommen wurde mit einer biventrikulären kardialen Dekompensation. Eine bekannte koronare Herzerkrankung mit Status nach dreifacher ACBP-Operation 1999. Mit einem Lima-Graft auf den Riva und einem venösen Graft auf den Pela des CX und einer Jumper-Mastomose auf den ersten Diagonalast. Und wie sich zusätzlich herausgestellt hat, echokardiografisch besteht nun eine mittelschwere bis schwere funktionelle Mitralinsuffizienz bei einem insgesamt etwas eingeschränkten linken Ventrikel mit einer E von 43%. Man muss noch bei ihm noch zusätzlich sagen, dass er eine ziemliche Adipositas hat. Er ist glaube ich knapp 130 Kilo schwer. 140 sogar. BMI ist ausgerechnet 41,5. Was alles natürlich etwas erschwert. Jetzt haben wir im Rahmen der ersten Abklärungen bei ihm zuerst mal natürlich den Patienten rekompensiert. Er hat ziemlich sehr viel Gewicht verloren unter der diuretischen Therapie. Nächster Schritt war dann eine Koronarangiographie mit Rechtsherzkatheterisierung. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, waren die pulmonalen Drücke dann schon sehr, sehr, sehr tief. Also war wirklich gut behandelt. Und ich habe dann das Koro von radial links gemacht, was nicht ganz so einfach war, aber letztlich, das war die rechte Herzkranzarterie. Ich glaube, ich glaube, er hatte signifikante Läsion genau dort im Riva. Distal und in diesem venösen Graft. Das habe ich behandelt. Und dann habe ich noch adendistalen Belaufen. Und der ECA habe ich auch noch behandelt. Genau. Das war alles. Ich musste ein bisschen Kontrastmittel sparen, weil er auch noch eine schwere Niereninsuffizienz hat. Und jetzt kannst du vielleicht noch das Echo zeigen. Genau, also für einen rehabilitierten linken Ventrikel mit einer eingeschränkten Pumpfunktion, wie wir hier sehen können, biventrikulär sicherlich wichtig, nicht nur links, sondern auch rechts, deutlich eingeschränkte Pumpfunktion, eine schwere zentrale Mitralinsuffizienz aufgrund der Dilatation des linken Ventrikels, also aufgrund der Geometriestörung, hier in der Aussicht. Führt sicher zu dieser schweren Mitralinsuffizienz, die aber nicht so ein schweres Tenting hat, also was eigentlich ein Vorteil für jegliche Art von Intervention. Relativ lange Segel, verdickt, aber doch mit einem schweren Tethering posterior. Da sieht man sehr schön diese zentrale Quadrationslücke, die entsteht durch die Restriktion Tethering des posterior Segels. Am anderen also groß genug die Klappe mit 8,4 Quadratzentimeter, fast runder Annulus. Führt eben zu dieser zentralen Quadrationsstörung und schweren Insuffizienz in dem Bereich. Sicherlich eine Herausforderung, hier dieses posteriore Segel richtig zu erwischen. Ich habe das noch rekonstruiert. Das ist nicht ein Kleft, es hat dort ein Segel. Das ist aber nicht besonders lang, das posteriore Segel. Das ist etwa 1,4. Ja. Ist diese Mitralinsuffizienz neu oder habt ihr schon früher bestanden? Ich glaube, wir wissen es nicht. Wir kennen ihn erst, seit er jetzt notfallmäßig gekommen ist. Und er wurde nicht bei uns operiert. Das ist gerade in diesem Bereich, oder so, der Kleft vor dem Täuschwind ist das Segel 1,5 cm. Also. Dieses Echo vor der Rekompensation? Ja. Oder? Nein, das ist nach der Rekompensation. Ja. Das ist immer noch relativ signifikant. Genau, nicht verändert. Der linke Ventrikel ist nicht kleiner geworden. Nein, er war bei mir schon sehr gut rekompensiert, muss man sagen. Der ist optimal medikamentös therapiert, meiner Meinung nach. Er hat den Tresto, Diuretika, Beta-Blocker. Ich glaube, medikamentös können wir nicht mehr sehr viel herausholen bei ihm, oder? Eine Geometriestörung, die so erhalten bleibt, die auch unterhalten wird durch die Insuffizienz. Mhm.
die alten, glaube ich. Das ist gut. Ich kann es noch kurz zeigen. Erstaunlich schön sogar. Und wie viel ist die EF? Ja. Die ist um die 30%. Vielleicht noch etwas überschätzt durch die Mitrauensuffizienz. Mhm. Ja. Müssen wir nicht zu einer Konklusion kommen? Also ich glaube, er ist sicher kein guter chirurgischer Kandidat, da sind wir uns alle einig. Er ist voroperiert, ist 75, ist ziemlich peradipös und hat einen Ventrikel, oder zwei Ventrikel, die nicht besonders gut sind. Also ich würde da eine percutane Option vorschlagen. Ich glaube, auch percutane haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Ja. Ich finde natürlich schon, das posterior sehen ist ein bisschen restriktiv. Was mir etwas Sorgen macht, ist, dass wir da, wenn wir zu rigide sind, da ein bisschen zu viel Zug auf diesen posterioren Säbel ausüben. Es sieht auch etwas fragil aus. Also ich glaube, man könnte sich das überlegen. Es gibt hier eine relativ große zentrale Lücke da damit, oder? Ja, der Gap wäre nicht recht. Also kommt der Pascal in Frage? Ich glaube schon, oder? Was meint ihr? Ich glaube, wenn wir den Pascal planen, dann würde man eher zentral. Mhm. Wenn wir ein Mitraklid, wahrscheinlich würden wir eher zwei unterschiedliche Richtungen. Eventuell in diesem Fall könnte aber diese Restriktion weiterhin zu einer Insuffizienz. Ich glaube, in diesem Fall wäre sicher eine gute Option mit dem Pascal. Ja, ich glaube, kann man beide machen. Drei Opfer, die vielleicht mit Leberseminaren vorbereiten. Mhm. Ja, schlechten Pumpfunktion. Ja. Gut. Die Option, der ist noch antikoaguliert. Mit Eliquis.